Ja, hallo meine lieben Freundinnen und Freunde der Rundenstrategie. Ich grüße auch meine Kakers herzlich hier zur nächsten Partie in Blood Bowl. Gezeigt wird hier Blood Bowl 3 von Cyanide. Und es geht weiter mit dem WCQ, dem World Cup Qualifier aus der DBBL. Und ja, ich habe die ganze Zeit übrigens das falsch gemacht. Es sind nicht 6 Spiele, es sind 5 Spiele. Guten Morgen, Benkesh, Aschenwach, ja. Und ja, ich habe jetzt tatsächlich mittlerweile auch schon meinen Gegner heute in der Leitung. Ich freue mich mega darüber, denn es ist der liebe Raikran. Ich grüße dich, guten Abend. Einen schönen guten Abend. Ja, wir zwei haben das Vergnügen, nicht wahr? Ja, ob das ein Vergnügen wird, ich weiß es noch nicht. Karten sind so verdammt schnell gegen Nörgel. Das kann ganz schnell nach hinten losgehen, das Vergnügen. Genau, aber ich würde sagen, auf beiden Seiten. Es kommt immer darauf an, ob ich weiterhin meine Mithril-Rüstung anhabe von meinen Ratten. Die sind ja hervorragend. Aber nicht so hervorragend ist das, was unsere beiden Teams und die Coaches da so verzapft haben. Wir haben zwei Unentschieden gespielt und eine Niederlage. Es geht jetzt, wie hat das der Radengel so schön gesagt, um die goldene Banane, ne? Ja, vermutlich, genau, aber Ja. einen goldenen Pokal kann ich, glaube ich, nicht mehr gewinnen. Nee, da müsstest du mich jetzt nochmal besiegen und nochmal. Ich glaube, dann reicht es trotzdem wahrscheinlich nicht, weil wir haben schon Nee, welche, das die schon kann 3 Siege nicht haben. Also das ist sein. schon schwierig. Ich zeige euch noch kurz zu meiner Entlastung die beiden Teams. Einmal hier, Warpwalker unterscheidet sich von dem Team von Radengel doch durchaus. Du hast Guard mehr eingestreut, sage ich einfach mal. Zweimal Block, dreimal Guard ist in dem Team. Du hast einen, der den Ball aufheben kann, einer, der abfängt. Und einen Dodger-Pestigo hast du dich entschieden. Ne? Das war so ein bisschen deine Grundidee jetzt bei deiner Mannschaft. Ne? Genau. Sehr schön. Gut, dann haben wir das, nämlich die Warpwalker haben wir hier. Und dann zeige ich euch, ihr kennt es zwar schon, aber zur Kürze und der Würze. Mein Team nochmal, wenn ich es hinbekomme. Es braucht immer so lange, um zu laden. So, da haben wir es hier. Und da haben wir ja, wie soll ich sagen, meine Blockratten im Grunde. Ne? Also ich hätte es wahrscheinlich nicht mehr so gemacht, wie es damals mich entschieden hat. Ich hatte meine Gründe, also so viel Blotschratten einzusetzen. Und hat auch noch einen Block Roger, also habe ihn jetzt auch noch. Glaube in Zukunft, wenn ich nochmal das mache mit Skaven, würde ich es ein bisschen verändern. Ein bisschen variieren, sage ich mal. Aber so musst du dich jetzt halt gegen, wie soll ich sagen, prügelnde Ratten auseinandersetzen. Ich glaube, wenn ich das mich nochmal entscheiden könnte, würde ich auch noch. Ich glaube, das Dodge würde ich eher wegnehmen und dann lieber noch zwei andere Skills dazu nehmen. Aber ja, mein Gott. Ja, schauen wir mal. Es sind ja noch 2 Spiele, die wir jetzt gehen müssen. Aber Vielleicht so, lohnt sich's ja noch. wer mit Nörgel so auf den Pokal hofft, also kann klappen, aber ich sag mal so, ist nicht der leichteste Weg für Nörgel. Da sind andere Teams besser präferiert für. Deutsche Meisterschaften zu holen. Ja, war für mich halt mal was komplett anderes, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also bin es auch falsch angegangen. Vor allen Dingen gegen die Brettspieler, die das ganz anders angegangen sind, sage ich jetzt einfach mal, ne? Diese Art und Weise, weil du halt dein Team ja im Resurrection-Turnier genauso die ganze Zeit hast und behältst, da muss man ein bisschen umdenken im Vergleich zu dem, oh Gott, ich muss meine Spieler schonen und im nächsten Spiel, dem darf das nicht passieren und ja, das ist ja jetzt eine ganz andere Ja, Sache hier. das definitiv. Ja, das war ein Umdenken, das hat bei mir zu lange gedauert. Aber gut, mein Gott, es ist jetzt so, wie es ist. Wir zwei dürfen jetzt auf die Pitch. Ich habe nichts, ne, übrigens, Raikran, das, was ich habe als Team, das habe ich, da kommt nichts mehr. Ich werde einfach auf Ready klicken, wenn wir dann losstarten können. Ist bei dir irgendwas, wo noch sein muss? Nö, ich hab alles, also Okay. alles direkt im Kauf inbegriffen bei mir. Ja, wir hatten halt Goldmünzen zur Verfügung und die konnten wir für verschiedene Sachen einsetzen. Natürlich für Spieler, Coaching und Stuff Zones, Sachen und Bribes und weiß der Geier was. Und da hatte jeder so ein bisschen sich Gedanken machen müssen. Okay, also dann würde ich auf Re Get Ready klicken, wenn du auch ready bist. Ich bin bereit. Jawohl, World Cup Qualifiers. Spiel Nummer 4 von 5, Ben Cash, von 5. Wir kommen. 5 meinst du? Ja, da steht Clock Rule, also die Rounds 4 von 5. Insgesamt 5 Spiele. Ich dachte die ganze Zeit, das sind 6. Ja, aber es ist jetzt das 5. Spiel. Jetzt sind wir im vierten. Was? Wir sind im vierten. Ich habe doch gerade noch mal geguckt. Stimmt, nee, hast du, ja, vergiss es. Ja, vergiss es. Ich Ja. hab Ein mal. Lied berührt. Knapp daneben ist auch vorbei. Hey, immerhin hatte ich jetzt einmal recht. Das ist so toll. Der Ben Cash hat mal was Richtiges Ja gut, gesagt. aber ich pendel ja im Moment mit 6 Ligen, so ein bisschen, da verwechselt man dann schon mal Ja, was. schon krass.
Jetzt auch Bundesliga ist mir gar nicht aufgefallen, dass wir da schon 2, 3 Wochen vorher angefangen haben. Ja. Und ja, und dann waren die 2 Wochen der normalen Runde quasi rumgefühlt. Und dann sage ich, ah ja, scheiße, jetzt haben wir keinen Termin gefunden. Und dann Ja. kam halt Tim um die Ecke und meinte, ja, hier, guck doch mal, der hat doch jetzt erst angefangen quasi. Und ich denke mir, ja, guten Morgen. Ja. Das hat mich aber sehr gefreut. Ich habe da ein bisschen schmunzeln müssen, weil ich gedacht habe, so, hä? Warum sagt er das denn jetzt? Ah, dann kam ja schnell schon die Antwort. Ich war kurz davor auch zu tippen, du. Offiziell hat es ja erst am 1.7. angefangen. War klar, wenn man sich in so vielen Wettbewerben bewegt, hat man dann über alles mal einen Überblick. So, wir spielen bei mir zu Hause in Lustrea übrigens, nur für dich zur Information. Herzlich willkommen in meinem Stadion. Ja, ich habe ja auch so ein bisschen Seuchen mitgebracht und so an der Seite, ne? Also damit das ein bisschen heimischer wird für mich. Das ist nett, mir Skaven mögen das, wenn du uns so Sachen mitbringst. Guten Abend, lieber Mattes, ich grüße dich. Schön, dass du immer so fleißig dabei bist und einschaltest. Ich würdige das sehr. Toscoin! Danke, Na, Spiel, dann wollen wir mal weiter. dass du die ganzen Würfe nicht so richtig siehst. Du darfst entscheiden. So, ich darf entscheiden, möchte ich die auf die Mappe geben oder? Hey, nicht mir persönlich. Nimm meine Ratten erst, okay? Bevor du mit mir anfängst. Komm, wir treten mal den Ball. Wir treten mal was los. Immerhin tritt er da auf den Ball, nicht auf meine Spieler. Das ist schon mal gut. Ja. Ach, schön gestaltete Mannschaft. Gefällt mir. Hat was, einfach. Ein Ersatzspieler habe ich, ja. Same hier. Da hatte ich so lange gehadert. Das ist so eine unkreative Mannschaft eigentlich. Ich habe doch so lange davor gesessen, mir überlegt, was ich da mache in dem Turnier. Was haben wir denn eigentlich gewürfelt? Das will ich jetzt mal gucken nochmal. Ich habe eine 2 gewürfelt, genau dadurch 3000 Fans und du hast eine 3 gewürfelt und dadurch 4000 Fans. Schön sonniges Wetter haben wir. Eine nette 3. Nichts passiert. Wunderbar. Danke, Spiel, dass du diese Würfe am Anfang nie zeigst. Ja, ich meine, so lange ist das Spiel ja auch noch nicht draußen, ne? Das hat so, dass man jetzt erwarten könnte, dass es irgendwann mal fehlerfrei oder benutzerfreundlich wird, also. Ja, hast du absolut recht mit. Hast du absolut recht. Wie machen wir das denn gegen dich? Ja, so machen wir es auf keinen Fall, Jungs. Wir machen das ein bisschen anders hier. Sodele, dann hätten wir das schon mal geklärt. Den hätten wir da und den haben wir da. Den müssen wir jetzt gleich dann da retten. Der könnte darüber gehen. Lassen wir die so stehen oder machen wir das nochmal anders? Ja, der wird eh drauf gehen. Okay. Ja, der haut den ja eh. Also von daher, wurscht egal. Der möchte den hauen. Ja. Ja, also Raikran, dann wünsche ich dir viel Spaß und auf ein gutes Spiel, ne? Hat ein gutes Spiel. Okay, Wasserkeu ist rausgekommen. Without the loaner trade available for this drive, gets Pro for this match. Irgendwer kriegt Pro. Ich glaube, du darfst wählen. Ich darf wählen. Ja. Ja. Ein Pro-Skill mehr. Kann ja nicht schaden. Denke ich auch. Ja, fangen wir mal an. Hips. Schwups.
So ist es nett. Nee, so ist es nicht nett. Was mache ich denn da? Ich penne. Ganz offensichtlich penne ich. Naja gut, müssen wir jetzt durch. Da müssen wir jetzt mit durch. Mit der Axt durch den Wald. Anders kann ich nicht. Ja, wenn es klappt, gibt es dir ja recht. Also. Ja, ich darf halt meine eigenen Spieler noch dumm in den Weg stellen. Ne? Das ist halt schon ein bisschen hirnverbrannt gewesen gerade. Aber egal. Ja, der Ratten mit Boger, mit Block ist schon keine schlechte Idee gewesen. Ja, dafür habe ich halt zwei Skillpunkte halt dann aufwenden Ja, müssen. richtig. Ja. Aber gut, mein Gott, habe ich mir gesagt, ne? Was soll's? Oh, das ist wie mein Dodge-Score. Das ist nicht schlecht, aber auch nicht. Ja, was soll ich sagen? Na also, eine 3, die ist auch völlig ausreichend, finde ich. Ist okay so. Machen wir einfach. Machen wir einfach so. Nein, dann nicht. Und gleich ein K.O. dabei erzeugt. Das finde ich jetzt aber toll. Ja, hi Braddock, ich grüße dich. Guten Abend. Jawohl. Des blutigen Ballsports grüßt er uns hier. Das finde ich auch großartig und nett. So muss das sein. Schauen wir mal, was jetzt gleich Schönes passiert und sich Raikran einfallen lässt. Schnick, schnack, schnuck oder ein Push. Es ist der Push. Push it like it's real good. Röms. Viel Schwabbelmasse trifft da auf Rusty Nail. Und auf euch Prost zum Wohl. Jawohl. Genau so. Drei Würfel und push, push, push. Autsch. Arg. Ah. Ja, dann wieso kommt die 1? Ah, du hast Pro versucht zu nutzen. Ich habe Ja. den Pro, genau. Ja, ich hab's Wenn übersehen. ich ihn habe, so kann ich auch versuchen, ihn zu benutzen. Ne? Ja. Absolut legitim. Absolut legitim. Jo, Ja. das ist der mit Guard. Das ist so. Ja. Naffel, wir haben es verstanden. Ist angekommen. Alles klar, Mann. Sorry, dass ich so lachen muss. Das ist, Alles ja. gut. Es Alles ist so gut. logisch, dass das passiert, weißt du? Ja. Es muss so sein. Geht nicht anders. Ja, leider, ja. Kann man nichts ändern, leider. Warum machen wir das denn jetzt da? Dinge tun. Dinge tun, tun. Yes. Ja, klar. Ja, du hast ja Blocken, ne? Deswegen ja. Wir haben drüber gesprochen, ne? Eins und dann die 6. Der Benke, ich suche erstmal die Extreme hier. So, Gin Tonic hat jetzt hier die Schnauze schon voll. Das reicht mit Ballbesitz.
Hopsi-Dopsi, 1 zu 0. Ja, Glückwunsch. Jo, klassischer Two-Turner von den Ratten. So, K.O. ist wieder zurück. Auch ein Also Grund. alles auf Anfang. Jo, Wir haben beide einen Reroll rausgehauen, ne? Also hat sich auch da nicht viel verändert an der Balance. alles richtige Profi-Skills, die wir hier rausholen, das ist doch super. Daher bleibt es spannend, würde ich behaupten. Zack. Ja, aber der Pro bleibt bei mir drauf, das finde ich gut. Ich hätte jetzt gedacht, kommt wieder nur für eine Halbzeit oder was, aber. Ich glaube, er ist für diese ganze Halbzeit. Ich glaube, in der zweiten Halbzeit hast du ihn nicht mehr. Lass mich kurz nachschauen, während du in Ruhe bitte Ja, aufstellst. ich glaube in der zweiten, ja, kann sein. Players in Another Role bei ihm. For this drive, also wirklich, das ist die Halbzeit. Also nicht in der, also ja. Ja, halt, ich muss K drücken. Hilfe. Ja, aber der Drive ist ja schon von dir vorbei. Ja, aber ich glaube, das Spiel meint damit die Halbzeit. Ich habe das nie anders. Zumindest meine ich, dass das so gemeint ist. Also ich meine, for this half wäre dann eine bessere Beschreibung, ne? Just saying. Ja. So. Ist der Helm im Kick und er landet an der Linie. Nicht das, was wir wirklich wollen, aber Kann ich nicht nachvollziehen. Autsch, Mojito. Gegen Rolf. Dong. Nee, 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 nee. der lebt ja noch. Was soll das Nee, denn? knapp daneben. Ganz knapp. Ja, hi Suron, guten Abend, ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Menschenskinder, was war da los? Spieltagssiegen, League of Cakes. Herr Suron. Blood Bowl, wie es leibt und lebt. Ich bin in Gedanken bei dir und deinem Team. Aber es muss eine Mega-Show gewesen sein. Ich bin sehr aufgeregt, wenn dieses Spiel endlich online geht. Das hast du verdrängt. Ja. Gathering Chaos ist ein sehr witziger Gegner, der bleibende Eindrücke hinterlässt. Ach man, Suaron. Ja, Dinge können passieren. Ich war durchaus erstaunt. Hey! Nein! Kai Perinha, nicht schon wieder! Nicht wie im letzten Spiel, du bleibst aber schön hier auf dem Platz. Dankeschön. Menschenskinder. Coach doch nur, du machst dir Sorgen um Dinge. Ja, ich hab's mitbekommen, mir wurde's berichtet. Zwei Gegentouchdowns mit Werfen, Landen in drei Tackle-Zonen. Alles pures Blood Bowl. Ja, die Motivation des Teams war da, hier noch zu versuchen zu gewinnen, vermute ich mal. Herrlich. Au, 1-1-6. Okay, alles klar. Sie mag's spannend. Er. Die Kiste wird gesuchtet. Das sage ich mit Brief und Siegel. Okay, dann gucken wir uns mal die Situation jetzt gleich an hier. Absolut wahrscheinlich so, und ich weiß nicht, was du hast. Ich kann das jetzt nicht nachvollziehen. Apropos Dinge nicht nachvollziehen können. Wie machen wir das denn jetzt da gegen dich? Im Zweifelsfall besser gar nicht. Du Ja. bleibst jetzt einfach so stehen, lässt mich vorbeirennen und dann ist doch alles tutti. Ja, das ist eigentlich auch eine ganz, ganz nette Idee von dir, muss ich ehrlich sagen. Das hat schon ein bisschen was für sich.
klingt nicht überzeugend. Tut mir leid. Mehr ging nicht, Balkan, mehr konnte ich nicht. Yippie! Let's go! Juhu! So, dann haben wir das gemacht. Der steht da, das ist etwas kritisch, aber hey, no risk, no fun. Aha, römsti-dömsti. Kuschel mit der Kuschel. Oh, da ist eine Eins. Ja, dann bleiben wir halt da stehen. Können wir jetzt nicht ändern. Ne? Muss man gucken zu. Jo. Muss man gucken zu. Ach ja, ich und meine Entscheidung, ne? Sie dürfen. Oh, ich glaube, jetzt gibt es ein klein bisschen auf die Fresse. Ganz schlechtes Gefühl gerade. Oh. Da ist jemand jetzt ein bisschen pisst. Was? Nee, ich vermute mal deine Mannschaft. Also, Zwinki-Zwonki, lass mich mal durchlaufen, ne? Und ich so, nee. Hier mit brachialer Gewalt, ne? Frechheit von mir. Einfach so einen Rungaler Der reinschieben. hätte jetzt aber auch fallen dürfen, Hey. aber nein. Wollte er wieder nicht. Ja. Lustlos, lustlos. Ah, okay. Da haben wir den Bad ersten. gehört, Casualty. Wen hat's erwischt? Hurricane. Alle frisch ausgestattet jetzt. Sieht keiner mehr aus wie der andere. Ich hab's zumindest versucht. Die Gucken Cocktailkriegers. wir nochmal, ob wir eine Ratte erwischen. Also. Ja. Nein, nein. Hat ja geklappt, Mensch. Herrlich. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Soll ich es mal so versuchen? Ich habe mal die Symbole umgestellt. Das wird jetzt schlimm. Das sind dann die, okay. Das sind mir einfach zu viele Symbole mittlerweile geworden. Irgendwie stört mich das jetzt. Irrelevante Information für dich, ich habe mal die Ansicht verändert. Ich versuche das jetzt mal so mit diesen Kringeln da, weißt du, und dass das nur die zusätzlichen Skills angezeigt werden, die man dazu gebucht hat. Hui, da huscht er. Ballträgerlein, wo willst du denn hin? Mach doch nicht so. Warum nicht? Ja, auch wieder wahr. Au. Tequila Sunrise. Nein, halt durch. Jawohl. Den geht's gut. Den geht's gut. Na gut. Tequila, steh mal auf da. Lassen uns da jetzt noch nicht so von so einem Rotter so ärgern. Sodele, sagst du zu mir. Hm.
Da steht eine Ratte an mir, ist das widerlich. Das sagst du als Nörgelspieler? Hallo? Also, wo sind wir denn hier jetzt? Ich helfe dem jetzt einfach mal ein bisschen. So. Ja, dein Spieler weiß wenigstens, wie man das Pau findet. Ja, aber das war's dann auch wieder, ne? Das ist wiederum die Kehrseite dieser komischen Medaille. Hepsi? Oh, meine Zeit ist ja am Overrunnen hier. Nein, komm. Da, 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 da. Machen wir das oder machen wir das nicht? Ach komm, no risk, no fun. Yippie! Ops! Rems! Stirb! Nein, das ist ein Rotter, wie konnte ich nur? Die halten alles ab, die Rotter. Hey! Oh. Ich habe aber auch die Push-Seuche gerade. Der Rolf, der will nicht so richtig, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich würde mit dem nachher nochmal reden. Dong. Es gefällt mir irgendwie mit den Unterlegscheiben. Muss mich jetzt nur dran gewöhnen. Dass gelb Blitzer bedeutet und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch ein Block drauf ist. Aber auch nicht immer. Oh, Ben Cash muss sich mit sich selbst beschäftigen, ist das schrecklich. Sage immer, ich habe immer genug mit meiner eigenen Inkompetenz zu tun, ich kann weitere nicht ertragen. Ja, ehrlich muss man sein. Hui! Rüber und mir wird schwindlig, das ist ja fast schon Tiki-Taka, was du da machst. Ja, irgendwas muss ich ja machen, ne? Wenn ich hier die ganze Zeit nur rumschiebe. Ja, gefühlt schon. Da, wo es wichtig ist, schiebst du ja. Sagen wir es mal so, so ehrlich muss ich sein. Jawohl! 7 reicht nicht bei einer 7er Rüstung. Bei Kran. Immer die 7. Du triffst jetzt, glaube ich, warst, glaube ich, die dritte? Ich weiß es gar nicht mehr. Zweite oder dritte 7. Knapp daneben. Hat ordentlich laut geklonkt, aber das. Wer Ratten liebt, der schiebt, sagt Braddock. Nee, ich haue lieber. Ich glaube, seine Das Liebe macht ist mehr gerade Spaß. vorbei. Au! Der hat mich geblitzt. Buh! Gemeinheit! Na also, geht Na, doch. siehste. Schneckle mal wieder. Au! Schneck voran. Wow, eine ganze 3. Ja, wir wollen es ja nicht übertreiben. Ich habe immerhin das Tau gefunden, ne? Also. Hast du auch wieder recht. Was bin ich denn da immer so streng mit einem? Können schief gehen. Sag ich doch, es könnte schief gehen. Doch noch alles im Grünen, Gelben, Blauen, ich weiß auch nicht, irgendwelche Farben. Zu viele Farben auf einmal, ja. Wollen wir den loswerden und dich gehen lassen? Ich weiß es nicht. Ja, eben, ich auch nicht. Das ist es ja. Schwierige Entscheidung gerade. Naja, für irgendwas muss man sich ja entscheiden. Yippie! Man lebt nur einmal, wolltest du sagen. Da! Loswerden, habe ich gesagt. Nicht so, Menschenskinder. Was nu, sprach Zeus. Och, verrückte Dinge, du kennst mich doch. Ich mach Sachen, die macht sonst keiner. So, ja, dann. Ja, es reicht leider. Gottlob, Block.
Aber mit der 6 kommst du leider auch nicht weiter. Ja, ist schon Kommt ihr auch okay. noch weg? Was ist das denn los? Der tut jetzt Dinge tun. Die Ratte werfen. Ach, das wäre so schön, wenn das ging. Ich würde es tun, ich würde es tun, ich gebe es zu, ich würde eine Ratte werfen. Ich weiß, Artenschutzprogramm und so, aber dann ist es so eine Art Fledermaus, weißt du? Alle haben schon Bock, ne? Ja, es ist, also die Mannschaft ist besser als ihr Coach. Das muss man ganz klar sagen. Also ich glaube, dass das Radengel-Nachtwache auch bestätigen können. Hennit ist es ja geglückt, mich zu besiegen, den Das anderen machen beiden sie nicht. nicht. Oh, auch noch seriös verletzt. Au. Oh nein. Ja, Das gut. Aber nur bis nächstes Spiel. Man könnte auch sagen, dem geht's gut. Dem geht's gut. Wir haben ja ein Resurrection-Turnier. Da ist gar nichts passiert. Er fehlt halt dieses Spiel. Das ist das, was man umdenken muss. Das ist das, was mir so schwer gefallen ist, das zu akzeptieren, dass denn ja eigentlich ja nichts passiert. Nicht so wirklich. Also klar, für das Spiel ist bitter, jetzt zwei Spieler weniger zu haben, ne? Aber gut, mein Gott. Ich habe Ratten, ne? Das sagen wir so. Ratten zu fünft können Dinge tun, da würden andere noch von gerne träumen. Dem ist, muss ich hier leider zustimmen. Ja. Auf ein neues, mal gucken. Ach, nö, schon wieder. Aha. Wieder der Rolf. Diesmal trifft er aber. Schwabbel. Sieben. Oh, nur mit der 7. Ja. Das ist unglaublich. Ah, hoch die Tasse von Zuoron habe ich übrigens. Prost, Zuoron. Zum Wohl die Pfalz. Ah, das wird mir dann nie angezeigt, oder? Ich habe es mal wieder wie immer verpasst. Jawohl. So ist es. Was machen wir denn da jetzt? Könnten wir, tun wir, machen wir vielleicht. Das machen wir auf jeden Fall. Aber darüber wird es interessant. Da fängt ja der Spaß doch eigentlich erst an. Didelidi. Hep. Ja, ihr müsst. Ihr könnt nicht immer nach vorne spielen. Das geht nicht. So. Okay. Welches machen wir zuerst? Ene, mene, miste. Ach komm. No risk, no fun. Yippie! Na, doch nicht so. Hopp. Ja, so ist schon besser. Boah! Lol. Mit Herrlich. dem Herrlich. Hoppsa. Und nichts passiert. Guck, es ist ihm nichts passiert. Alles gut. Alles tiefenentspannt. Okay. bin ich ja froh. Ach, der haut den doch eh um. So, dann machen wir jetzt aber erstmal den oder machen wir erstmal den? Nee, wir machen erstmal den aus Gründen. So ist brav. Jawohl. Na Warum du. macht er denn sowas? Weil das kann. Och, doch kein Skull. Nee, jetzt reholen wir aber mal hier nochmal fröhlich. Genau. Nochmal einmal bumm. So, nochmal hier bumm. Machen wir ein bisschen Zwergenspiel. Jawollo. Alles drauf. So sieht's aus. Nö, lass mal da stehen. Mit dem kommen wir eh nicht weg. Und dann darf der liebe Raikran wieder. So. Ich habe gerade ungute Gefühle, was mein Rattenoger an. Nee, Raikran, hör doch damit auf. Ach du Schande, ehrlich. Schups. Jawohl, Margarita. Reroll gezogen. Gut gemacht. Sauber. Da musste der Coach nochmal schimpfen. Mit dem Anton.
damit er das richtig macht. Ein Schimpfmarker weniger. Oh. Treffer. Gilroy, diesmal darf Gilroy. Oh, der war noch nicht. Weiß der, was er da tut? Au. Nee, auch nicht so richtig. Puh. Gutes Spiel, Rusty. Saugeil. Super. Wahnsinn. Gibt einen extra, extra schlechten Käse für dich nachher. Zumindest mal bis jetzt. Hat du gut gemacht. Ah, ich habe mir übrigens was Neues gegönnt, auch noch hier. Oh, passiert was und ich gucke nicht hin. Halt, oh Gott, was habe ich getan? Gipsy sagt, nein. Ja, ich habe mir hier eine neue Cheerleader-Zone geholt, aber ich habe gar keinen Cheerleader. Naja, die Glocke fand ich so schön, die hat mich einfach da überzeugt. Ding Dong, Cocktails. Man hat es schon nicht leicht, aber leicht hat es einen leider. Ist so. Ist ein Fakt. Oh. Bums. Nein! Jawohl, jawohl, jawohl. Oh Gott, Rakan. Schande. Och nö. Oh fuck. Oh, ist das Hardcore. Ach ja. Das sind die Dinge, die man halt dann echt braucht, weißt? Das sind die Auf jeden Dinge, die man Fall. braucht. Ja, jetzt müssen wir da aber was loswerden. Da ist so Vielleicht was. stehe ich trotzdem immer noch nicht, also. Nee, das nicht. Trotzdem darf ich das mein tiefes Bedauern ausdrücken zu dieser Situation, wenn der das sich so hinlegt, wie er sich da hingelegt hat. Weißt du, meine Spiele werden einfach stinkig und dann passt das alles wieder. This sounds a plan. Ja, aber sind ja Nörgel, die müssen ja stinkig werden, ne? Also wenn sie nicht schon stinkig sind, müssen sie es irgendwann werden. Das ist korrekt. Ich habe gehört, mit ordentlich Anlauf römst es öfters mal besser. Wollen wir das mal ausprobieren? Ja, leider nicht stinkig genug. Oh, ich fand das schon in Ordnung so. Randa, der will das so. Jojo und so ich das jetzt. Ja, den traue ich mich vielleicht dann doch nicht. Obwohl, was habe ich noch? Zwei Rerolls habe ich noch. Ich habe noch zwei Rerolls. Denk, 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 denk. Geht schlimmer. Geht schlimmer. Ja. Du bist.
zu gierig. Oh. Nee, hätte nicht. Wäre was anderes besser gewesen. Au. Margarita, halt durch. Fürs Team. Ui, das ging diesmal durch. Schlotz, Schneck. Da fehlt man so ein bisschen so richtig, so eine klipperige Schleimspur. Die fehlt man dann noch. Oh. Tequila. Tequila. Ich kann nicht hingucken. Ach gut. Rene war der Blühe, nichts passiert. Boah, sind die flink, ey. Okidokili. Die Schnecke ist einfach herrlich und wunderschön, sagst du, Mathis? Ja. Da gibt es nichts zu diskutieren. Ja, so einfach wollte ich sie jetzt nicht machen. Na, das hast du ja auch nicht. Alles richtig gemacht, meiner Meinung nach. Ich darf diesen einen Block da nicht setzen. Anders formuliert. Ja. Klappt nicht. Ja. Ja, das. Ja. Glückwunsch. Jo, danke. Du werdest immer mehr zum Delphin-Fan, je mehr ich mit denen spiele. Ist das mein Lieblingsteam? Noch nicht, ich bin mir nicht ganz sicher. Okay. Ja, kann man sein, Mathis. Man kann sich in die Delphin verlieben. 1 zu 1. Der Ausgleich von Raikan und seinen Warpwalkern. Sehr schön. Und so geht's in die Kabine. Klar kommt dein Capo nicht zurück. Natürlich nicht. Nee. Dafür habe ich ja zum Glück die eine Reserve. Aber das heißt, aber du bist auch einen unterlegen. Ist jetzt nicht das Schlimmste für Ratten, aber siehst du, der hat immer noch Pro generell.
Also müsste ja jetzt eigentlich trotzdem vorbei sein nach deiner. Eigentlich ja, es hieß für die Strife. So Ja, oder schlägt. kann sein, dass einfach durch das K.O., dass das einfach da bleibt, dass es dann egal ist oder was. Möglich wär's. Man Ich muss aber weiß noch nicht. eine Hand nach vorne stellen. Ich bin schon dabei, ich bin gerade nur am Überlegen, wie rum was machen. Hey! Eins am anderen, eins am anderen. Ja, doch. So, so, so. Der kommt so, der bleibt da. Der steht hier. Den tauschen wir aber mit dem diesmal. Ist halt dann so. Ja. Passt. Was will ich noch machen? Nö. So ist es. Oh, da geht er zurück. Bei meinem Glück kommt jetzt sowieso. Dinge. Werden doch jetzt nicht Dinge geschehen. Sowas wie ein Blitz oder sowas. Ach nö, das war ja schrecklich. Ja, für dich vielleicht nicht, aber. Man kann sich auch ins Verderben blitzen. Ich habe schon einiges erlebt in dem Spiel. Aha, eine gewisse Absicht ist hier zu erkennen. Was? Nix, nix. Ich hab das Gefühl, dass du mit meinen Ratten ein bisschen kuscheln willst. Quatsch. Doing! Ja gut. Changing Wetter und er scattert ziemlich weit raus auf die Außen. Leider ja. Ich meine, ich habe Sure-Hands, aber ich weiß auch, wie oft das schon selbst mit Sure-Hands Ja. schon genau dann schief gegangen ist. 1, 2 und tschüss. Oder 2, 1. Wie man es will. Gut, dass er Blocken hat. Gottlob Block. Boing. Was soll da schon schief gehen? Ah, nicht wegschieben. Der arme Kerl. Nicht. Gimli. Gib alles. Wer liebt, der schiebt, ne? Wer Ratten liebt, hat man mir gesagt, gerade eben, ja, von jemandem. Habe ich natürlich jetzt die Runde noch nicht dran. Ja, tiefenentspannt erstmal. Gucken wir mal. Ja, Nein. Rest hat keinen Bock. Nö, nö. Ja, Ja, klar. war ja. Gib's ihm, Margarita! Zeig ihm, was eine Harke ist! Ey, puh, der schummelt! Okay. So ist die Situation. Aber es sind auch immer die ohne Blocks, die den Bows down würfeln, ne? Ja, klar, muss.
So geht motivierter Big Guy, guck mal. Sagt er großspurig, kurz bevor er das Spiel verlor. So, Eps. Ja, was tun wir da nur? Dinge. Tachchen, du bist. Dann hoffentlich bist du dir im Klaren, dass die Ratte jetzt rausgeht, ne? Ja. Hey, ich will zum Ball. Das ist ein Zugzug, ich kann nichts dafür. Das ist er gewesen, seine eigene Entscheidung. Ja, das gesagt mir über Funk hier, aber ne? Und gesagt mal, ja, hier, jetzt, aber ab geht's. Gimli ist da ein bisschen anders in der Mannschaft. Aua. Vielleicht will er auch mal mit den Fans näher in Kontakt kommen. Das weiß man ja alles. Oh Gott, im Himmel. Oh. Weiß man ja alles nicht. Das, sie hat jetzt in, also deine Schnecke hat in so einer Fold für diese Partie. Noch einmal darf sie, maximal. Wäre wichtig gewesen. Aus Gründen. Ja, leider ja. 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 Ja, hilft ja nichts. Ach, guck mal, da kriegen wir das Pau. Ja, auch schön. Dann pauen wir dich mal eine Runde. Ja, guck mal. Na, aller. Der Kopfschmerzen. Wieso? Wenn der Ball rausgeht, habe ich sowieso schlechte Karten, leider. Er kommt dann drauf an, wo er hingeht, aber. Ja. Ja. Beigran. Dann machen wir es anders. Müssen die Ratten eigentlich so schnell sein? Ja, jeder, alle hauen auf die und so, deswegen sind sie so schnell geworden. Sieht man ja, was passiert, ne? Wenn sie da mal fröhlich zum Ball wollen, kriegen sie da einen auf den Nagezahn. Ja. Dann machen wir es so. Na, guck mal, mit einer 6 geht viel in dem Spiel.
Eben, na, 6 sind wir 6 recht zufrieden, würde ich sagen. Schlecht stehen tue ich da auch nicht unbedingt. Wer liebt, der schiebt. Es ist sehr viel Liebe, die du in dem Spiel aufbringst mir gegenüber. Ja, ich Ich merke das schon. Das ist ja leider. hab das notiert. Sagst du leider? Ich finde es jetzt okay. Also ich muss sagen, ja, passt. Ene mene mu. Und raus bist du. Mene, mene, Mac, schon wieder kommt der Ogerschreck. Ich wollte nur mal erwähnt haben, der hat bisher. Da ist eine 1. Danke. Bitte schön, da liegt er. Schade. Ich Nun. wollte gerade erwähnt haben, er hat bisher noch keine Einsen gewürfelt, der gute Mann. Hast du spät gesagt? Das war eine Vorahnung, sagen wir es mal so. Ja. Irgendwann muss es ja sein. Irgendwann muss es passieren. Ich dachte, hey, komm, die eine Eins, die schafft er jetzt noch. Das schafft er noch. Da stellt er sich jetzt auch fröhlich hin. Hat er Spaß. Und dann so was wieder. Heieiei. Ja! Es lebt. Man darf sich ja auch über die kleinen Dinge des Lebens freuen, ne? Korrekt. Ist so. Da will ich einmal fröhlich wie ein Rusty da einen Touchdown machen. Mensch, Rusty, was hast du dir denn da wieder vorgenommen? So. Eins in eine Zwei, super. Dann wird's schwieriger. Und nicht mal so ein Rotter hast du rausgenommen, Rusty. Mensch. Gut, du musst dahin, gehst dahin. Du musst den da hauen, bitte. Das klingt sehr zwanghaft. So nicht. So ist das besser, danke. Du darfst zum Biest gehen. Juhu, schmusen. Au. Darf weiter am Biest schmusen. Der Raikran ist einfach ein Netter. Das wusste ich von Anfang an. Ja, gut, dass ich hier mit Blocken genommen habe. Ja. Oh Ah, guck mal. nein, mein armer Lineman. Autsch. Noch eine Ratte weniger. Bloody Mary. Kam von der Ersatzbank, weißt Ach, guck mal. Geht doch. Dann gehst du auch mal an den, an die. Oh, guck mal. So. Ich sehe es noch nicht. Ah, ein Badly hört. Sowas. So. Wie, der will auf Reserve. Was denn da los? Ich setze ihn mal auf Reserve. Vielleicht brauche ich den ja noch mal. Weiß man nicht. Du meinst, zum Mattes zumindest besser als die Nobility? Ja gut, dann schieben wir halt weiter. Jupp. Sound the plan. Ja gut. Jawohl, gib's ihm. Haha. Friss das. Oh, fieslicher Fiesling. Willst du wollen oder willst du nicht wollen wollen? Du willst wollen, komm schon. Nee, du willst nicht wollen wollen. Okay, dann bleiben wir da liegen. Dann bleiben wir da liegen. Oh, guck mal, die nächste Ratte, die wohl raus möchte. Die will raus, ja. Die haben keinen Bock mehr. Ich merke das schon.
Da kommt der Blitz. Eieiei, bist du frech? Naja, frech ist es jetzt nicht. Guck mal, frech ist erst, wenn der stirbt, da dabei. Nee, das wäre jetzt nicht tatsächlich nicht so toll. Na guck mal, ist ja wieder nichts passiert. Das ist ja alles hier kuscheln und schmusen. Kuscheln und schmusen, was anderes machen die ja gar nicht. Ja, finde ich gut so. Können wir mitarbeiten damit, tatsächlich. Denke ich mir. Hi Minerva, grüß dich, guten Abend, schön, dass du einschaltest. Enemy Mister, welche Ratte darf als nächstes auf die In die Bank? Kiste? Ach so. Naja, nee, jetzt dich doch nicht in die Kiste einsperren. Och Mensch, Kaiperinja, das ist wie im Spiel zuvor. Ach, du machst mir auch nicht leicht. So. Wie machen wir das? Du gehst erstmal darüber. Mit Geschwindigkeit. So lobe ich mir das. Du gehst mal dahin. Tschüss. Du musst dahin. Die Ratte wollte ja raus. Ein Freifahrtschein nach draußen, hat sie gesagt. Da müsste ich rushen für. Oder? Ja. Ja, guckst. Genau. Guten Einkauf. Ja, Oh, du hast ja gesagt, K.O. du wolltest raus, Ja, ne? Ich das war eine höre klare Aufforderung, mit Publikum zu auch. schmusen. Ja, das ist schon richtig so. Ich habe alles völlig richtig analysiert, richtig gemacht, Kundenwunsch erfüllt. 5 Sterne gerne wieder. 5 Sterne über Yelp. Weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen, der Werbung. Ach so, Ja, 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 steht ja, drauf. ja, ja. Bei Vergaß. Ich verzeihen. Heidedaus. Margarita? Nein. So unschuldig. Ja, er lebt noch, er lebt noch, er lebt. Komm zurück. Amori Mochdosi, da hat sich der Skill doch noch mal gelohnt. Ascht. Okay. Hey, ja, nicht irgendwo drüber springen. Das haben wir so gar nicht gesagt, Freundchen. Oh, ich weiß nicht, hab ich Ratten schon mal springen sehen? Wäre mal Machen interessant. die manchmal, machen die. Ja. Jetzt kommt schon das 6 an, ja. Ausgleichen. Oh, ja, gut. Lol. Kein Kommentar. Wollte gerade sagen, ausgleichende Gerechtigkeit, aber ist ja gar kein Push. Deine seherischen Fähigkeiten lassen nach, Raikran, sie lassen nach, muss man schon ganz ehrlich sagen. Oh, mit Geschwindigkeit, also. So einer ist das also. Mobsmäßig sogar.
Und Dodgerino. Der kennt da nichts. Was hätten Sie gern? Nimm das. Ist Ja, richtig. ist das. Na, Allah. Hat sich gelohnt, deine Rotter sind irgendwie keine Ahnung, was die sind, aber es sind keine Rotter. Ach ja. Ist das schön. Findest du? Ja, ich wollte ihn jetzt halt nicht mit Mighty Blow hauen lassen, weißt du. Doch, ist ein schönes Spiel, kann man doch nichts sagen. Ist nicht so ein Taktikgeschiebe, mal volle Möhre rein mit den Ratten, ja? Only live once oder sowas. Bei denen ist es ein großes Motto. Die nehmen das sehr, sehr ernst. Nichts, ich war gerade nur am Okay. Übergrübeln kurz. Okay. Nichts gesagt. Alles cool. Autsch. Ach, der arme Margareta immer. Was hast du denn gegen den? Nichts, Er ist was noch auf hilft. dem Platz. Nix, was hilft. Ja, der ist auf dem Platz. Das war das Problem, ja. Ah, ja. Ach, jetzt erwischt den Coco Cabana noch. Nein. Oh. Doch nicht. Nicht fest genug, leider. Deine Nobility lässt du nichts kommen, das ist so schön. Tja, tja, tja. Guck mal, da steht er ja schon wieder. Als wenn Naja. nichts gewesen wäre. Naja, mal gucken, wie lang, ne? Passt. Du bist. Ja. Ja, wenigstens da gibt es Vollgas, wenn du die volle Bewegungsreichweite nimmst.
Außer Orks, die draufhauen, sagst du. Der Braddock, geil. Naja. Guter Wag, kann man nichts sagen. Ach, jetzt sei doch nun schon wieder so zu dem. Der hat ja die ganze Spielzeit wirklich nichts getan, der Kaipi. Autsch. Und dann kann er ja weiterhin nichts tun. Das ist ja okay für mich. Offensichtlich. Aber es kostet die Welt 6 plus 5 plus, ne? Ja, Ja, Mann. gut, mit der 3 nicht so ganz, aber. Ja, kann man jetzt mal machen. Just for fun einfach. Just for the show. Ein Roger hängt jetzt da ziemlich in der Luft, würde ich sagen. Ja, gut, der ist da weg. Das war halt Risiko, ne? Das war halt die Szene da reinzugehen, ne? Die zu verbinden. Ja. Ist halt eine Entscheidung, eine All-in-Entscheidung, weißt Hätte es geklappt, du? wäre er schlecht für mich gewesen. Sehr Naja. sogar, ja. Aber das ist es halt. Es war halt dann diese eine Eins an der Stelle, die da nicht kommen darf. Ist halt gekommen. Ja. Ganzes Spiel über gibt es auch noch ein paar Szenen, wo man jetzt diskutieren könnte, ne? So ist es nicht. Also so ist es ja nicht, dass ich jetzt sage, ah ja, alles super Gold richtig gemacht. Ja. Aber ja, der steht da und der bleibt da auch. Der hat da jetzt nichts mehr, der da nichts mehr wirklich Spielentscheidendes mitzureden. Weil wenn ich ihn aktiviere, passiert halt das. Ja. Ne, siehst du? Es Man ist. kann es aber probieren. Hätte er sich bewegt, wäre nicht schlecht gewesen. Dann wäre er zumindest rangekommen, so ein bisschen, ne? Ja. Auch, ja. Ja, mein Rotter liegt sowieso mit Sternen daneben. Da passiert nichts. Der ist auch weiterhin unterstützt seinen Roger. Oh, da war schon wieder eine 1 bei. Ja, eins in der sechs. Wir können es einfach. Wird nicht besser. Louis. Nee, wird wirklich nicht besser. Echsen sind die Killer, meinst du? Ja, kommt drauf an, in welcher Phase ihr gegen die Echsen spielt und wann ihr gegen die Orks spielt, muss man auch sagen, ne? Ganz klar. Kommt immer so ein bisschen drauf an. Es gibt lange Phasen, sind vielleicht die Orks stärker als die Echsen. Vielleicht. Und dann gibt es eine Phase, dass sie die Echsen dann den Orks dann meiner Meinung nach überlegen, aber keine Ahnung. Aber mach das Dem doch geht's nicht. gut. Dem geht's gut. Okay. Da kommt die 1. Jetzt ist das Soll erfüllt.
Ja, gucken wir mal. Ah ja, wer liebt, der schiebt. Ich wollte es dir jetzt nicht zu einfach machen noch, ne? Jetzt würfelst du die 6, ja? Jetzt würfelst du die 6. Das habe ich festgestellt und das ist auch absolutes legitimes Mittel meiner Meinung nach. Der will meinen Rotter hauen. Was, hör doch jetzt auf. Das wäre jetzt völlig unnötig noch gegen Schluss. Schluss ist erst, wenn das Spiel vorbei ist. Erst wenn der Kobo abpfeift. Korrekt. Kann auch noch das 2-2 werden, auch wenn ich das jetzt sicher runtergespielt habe. Ach, weißt du was, ist doch jetzt wurscht, egal. Wieso darf er dann nicht drüber springen? Darf er nicht diagonal springen? Jetzt ist der Blitz weg, ne? Ich glaube ja. Hä, der kann. Ich habe einen Blitz angesagt. Ja, aber du hast keinen Lieb. Dafür müsste mein Spieler ja lieben. Ah, ja, stimmt. Du hast recht. Du hast Deswegen war absolut. ich gerade so überlegen, was machst du da vor? Danke für den Hinweis. Stimmt, er müsste lieben können. Hab ich vergessen. Aber er hat es nochmal versucht, ne? Ja, kann man nichts sagen. Alles Ja, er ist auch durchgekommen, ne? Er ist durchgekommen. Kann gegeben man so fürs, sagen. alles gegeben fürs Team, so ist es. Na, jetzt ist wirklich gleich crazy. Ja, den brauche ich aber noch. Das machen wir jetzt nicht. Einfach mal so Frust hauen wir noch mal drauf. Nix. Da kommt nix bei rum. Fast. Du bist. Nee. So. Dreimal schieben, ne? Der Reicht liebt doch. und der schiebt, ne? Der liebt, der schiebt, ne? Alles cool. Gucken Aber wir, ob ich dich noch um ein Gatter erleichtern kann. das ist sehr freundlich. Nichts passiert. Dem geht's gut, ja. Siehst du? Schnecke darf auf einmal intelligent sein. Mega. Und das wäre jetzt auch spielentscheidend. Glückwunsch! Okay. Touchdown! Die Warbrokers mit 2 zu 1 auswärts. Sehr schön. Ja, motiviert stehen sie oft, deine Jungs hier. Ja, bei dir ist der vierte Gatter. Ja, guck mal, mein Tackler ist wieder da. Der jetzt hat er gesehen, wie es gemacht wird, ne? Und dann kann man das auch mal. Ja, und der will ja auch den Fame jetzt abhaben, weil es ist 2-1, was soll jetzt auch noch passieren? Viel zu viel leider. Kann da immer noch passieren.
Ja, du darfst dann die Bestie unterstützen. Du bist so frei. Raikran ist ein Nörgelspezialist. Dreimal hast du ihn live gesehen und drei Siege hat er gemacht. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Hier im WCQ lief es nicht ganz so optimal, ne, Raikran? Zwei Nee, Unentschieden, eine leider nicht. Niederlage bisher. Aber Spannendes Spiel auch gewesen gegen Radengeln, das habe ich ja gesehen, dieses Spiel zumindest. da war mein Pech, dass der erste Ball direkt an die Linie gegangen ist und er quasi die ganze Zeit dann durchboxen konnte. Direkt, ja. So ist das Spiel manchmal. Richtig. Aber ich spiele ganz gerne Nörgel. An für sich kein schlechtes Team, aber auch, natürlich auch nicht das Beste, aber. Ja. Alles richtig, was du da beschreibst. Naja, für so ein Turnier ist halt am Anfang, ja, wenn die 8 Skills bekommen. Boah, das wird jetzt echt schwierig. Guck mal, Oh, wir beide haben. kommen noch ein Bribe. Das war jetzt wichtig, ne? Und dass jetzt der hier auch noch Gin Tonic den Ball fängt, das ist ja auch mal begeisternd. Das ist nicht schlecht, da gebe ich dir recht. Lucky Jetzt Ben. war einmal eklig, weißt du? Jetzt nach 15.000 Jahren. Lucky Ben Cake ist lucky. Ja. Unlucky Pancake ist Da war unlucky. die 1. Der war besonders eklig, würde ich sagen. Ja, Den kannst nichts machen durfte jetzt. keiner anfassen. Ja, das ist richtig. Tja. Nee. Nee, damit war es das, Nee, würde ich das sagen. war's. Ja, das war's. Da kannst du machen jetzt, was willst du? Schade, schade. Und das passt zum Ende. Glückwunsch zum Sieg, lieber Raikran. Sehr Danke schön. dir. Nö, doch absolut gut gespielt. War halt die Szene mit dem Rattenoger, ne? Kann man ja auch jetzt noch stehen lassen in der Situation, mich anders hinstellen. Aber ich wollte das unbedingt, die zwei Spieler da unten binden, wo ich jetzt gerade eine Mannschaftsteile, GZ kommt von Suaron, getrennt hatte voneinander und dachte mir, wenn ich jetzt da hinten drin stehe, dann wird es ekelhaft für dich. Aber naja, es sollte halt Ja. an der Stelle nicht sein, ne? Also das war halt meine Grundgedanke und dadurch, an der Stelle habe ich dann das Spiel verloren. Da konntest du dann ein bisschen abräumen, dich anders positionieren und Ja. nach vorne drücken und dann ist es halt vorbei gewesen. Definitiv. So, ich mache schon mal hier schnell einen Screenshot für die Orga, für die Großartige. Ja, jetzt sehe ich gerade gar nichts mehr. Super, danke Spiel. Ja, aber hat mir echt Spaß gemacht, gegen dich zu spielen, muss ich ganz ehrlich sagen, ist so. Ja, freue mich da, Fand wenn ich wir mal wieder ein absolut. Aufeinandertreffen haben, ist so. Ja, ich glaube, der DBBL oder was haben wir? Nee, Bundesliga haben wir auf jeden Fall, ne? Das müssten wir, glaube ich, Da treffen wir derselben Liga. irgendwann aufeinander, ja, aber das wird für dich ein schöner Abend für dich, definitiv. Mal gucken. Jetzt gucken wir mal Gut. hier, wo waren das? WCQ ist das, ne? Wo wir spielen, habe ich gehört, ne? Ja. Das Turnier, da ist es. Da schreibe ich rein. Kann validiert werden. So. Noch ein komisches Smiley dahinter, noch das Bild da rein und zack! Da ist er dein Sieg, jawollo.
Wunderbar. So. Ja, also, Raikran, willst du noch irgendwas zu dieser Partie sagen oder so? Ja, wie gesagt, der Rattenoger hat dich leider in dem wichtigen Moment, alles andere Male war er gut drauf, aber in dem Moment hat er leider federn lassen müssen. Ja, da war die Performance vorbei. Ja, Aber es gibt sonst halt. war halt auch, ich mache mal so, mit Nörgel gegen Ratten wirklich, also wenn ich einen Cage hinbekomme, gut, dann kann ich das relativ gut verteidigen. Wie gesagt, wäre der Rattenoger durchgekommen und ich hätte nicht den Cage hingekommen, wären die Ratten wahrscheinlich drumherum gelaufen und hätten dem zerfetzt, vermutlich. Ja, dann wäre es mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit wäre es da 2 zu 1 Dann gestanden, dann wäre für ich mein nicht Team, ja. mehr hinterhergekommen. Ja. Spätestens dann wären deine Ratten weg. Deswegen, das Ja. war eine 50-50-Sache am Ende, ne? Also, hätte es geklappt, hättest du es gewonnen. Es hat nicht geklappt. Somit hatte ich in dem Moment das Bessere dann. Ob ich es gewonnen hätte, weiß ich nicht. Es waren noch ein paar Turns auch noch da, aber es wäre dann extrem schwierig geworden, sage ich mal, für dich. Muss ich Ja. ganz ehrlich sagen. Da ist, wär, es ist dann, du kannst auch mit Nörgeln in 3 Runden noch irgendwie zum Touchdown kommen. Das ist schon durchaus denkbar. Und ob ich am Anfang nach der zweiten Runde schon den Touchdown gemacht hätte, weiß ich nicht. Bin ich ehrlich. Ja, ich hab's riskiert. Gebe ich dir zu, gebe ich dir recht, ich hab's riskiert. Ich habe mir gesagt, okay, mal gucken, wo der Ball hindroppt, was wir machen. Ne? War keine gute Entscheidung, einen Two-Turner da reinzuwirken dir. Aber war die Strategie zu sagen, okay, wenn es so rumkommt, dann will ich früh scoren und schau mal, was der Ball macht in der ersten Halbzeit, wo er halt hindroppt. Dass wir da aggressiv reingehen. Und in der zweiten Halbzeit hätte ich halt auch durchaus auf Unschieden spielen können. Hab mich aber halt für die All-In-Variante, ich meine, ne, also. Stelle ich mich da so kreuz und quer rein und ich kriege deine Spieler nicht weg oder raus, dann dauert es eine gewisse Weile, dann fliegen meine Ratten vom Platz und dann schaffst du dir halt auch noch mal ein bisschen Platz, dann geht's unschieden oder auch 2-1 aus und die Action, die wollte ich einfach bringen, Raikran. Ich hoffe, du kannst mir es verzeihen, aber das war so ein Moment, wo ich sagte, wenn ich da jetzt dran stehe, ja. Nö, war ganz gut, ja. Ne? Ja. Aber gut, mein Gott. Ich fand's auch ein tolles Spiel und du hast verdient gewonnen. Punkt aus, fertig. Da gibt's nichts zu diskutieren. Ich will mich hier nicht schön oder rausreden, ganz im Gegenteil. Aber das waren so ein paar Punkte in dem Spiel, wo er dann einfach sagen kann, klar, vielleicht hätte ich noch ein bisschen stallen müssen, hätte ich noch ein bisschen anders spielen können. Ja, aber ja, war halt eine bewusste Entscheidung. Es war meine Idee dahinter. Einfach zu sagen, okay, es passiert halt sehr schnell, dass man einen Ball irgendwo mal hindroppt. Klar, der hat Sure Hands hinten, dein Pestigor. Oder der kommt arg vorne in die Linie. Der fällt mir irgendwo ganz hinten rein. Ja, wie wir es ja dann in der zweiten Halbzeit gesehen haben. Ne? Wo man dann Eben, da halt gibt sich echt weit bewegen muss. Das ist für Nörgel halt echt Gift. Ja, gerade gegen die eben, Ratten. Ja. ja, richtig, genau, Also deswegen, ja. deswegen, ich jetzt gegen anderes Team hätte ich es nicht gemacht, so früh zu scoren. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Hier war es halt. Do it. Ne? Ja, ich meine, es ging für uns beide nicht mehr wirklich um viel, ne? Also sind wir mal ehrlich, Nee. es war jetzt eher so ein gemütliches Spiel, gucken, wie wir da zurechtkommen mit, ne? Man sammelt wieder ein bisschen Erfahrung gegen die anderen Gegner, weil so oft haben wir, ich glaube, das war unser erstes auf Unser jeden erstes Fall. Spiel, Raikran, ja. Ja, deswegen ja, also man lernt seinen Gegner dann mal ein bisschen kennen, so, auch wenn das Spiel selber jetzt nicht wichtig war, aber wie gesagt, so konnte ich mal sehen, wie du ein bisschen spielst noch zusätzlich, ne, und vielleicht hilft mir das ja beim nächsten Spiel auch gegen dich. Wenn du das benötigst, die Hilfe überhaupt, das weiß ich nicht, aber ja, natürlich, klar. Ja, also das ist ja das Faszinierende an dem Spiel, dass du halt immer verschiedene Coaches triffst und auch unterschiedliche Spielphilosophien, dann trifft noch Erfahrung aufeinander. Das ist auch wieder so ein Thema, das darf man nie vergessen, wo der andere so ein paar Sachen sieht, wo der jüngere Coach vielleicht noch nicht erkennt. Und ist auch wurscht egal. Mir hat es einen riesen Spaß gemacht heute, Raikran, und ich freue mich Ja. einfach auf die nächste Begegnung. Und mal schauen, wann das soweit ist. Das könnt Das ihr. Kompliment kann ich zurückgeben. Das Dankeschön. muss ich zurückgeben. Das muss ich sogar zurückgeben. Mal gucken. Wir vielleicht irgendwann, das digitale Brett wird ja nicht verschwinden. Wir haben bestimmt nochmal das Vergnügen. Auf den Tag freue ich mich definitiv. Und ich hoffe jetzt, da die Zeit schon ein bisschen vorangeschritten ist, dass ihr auch Spaß gehabt habt an der Partie und euch das abgeholt habt, wenn das so ist. Und ihr habt noch Bock, Blood Bowl zu spielen oder mitzumachen bei der DBBL. Ich kann es euch nur empfehlen, ja, dass ihr das tut. Das ist eine schöne Community, macht einen Riesenspaß. Und ja, von meiner Seite heute aus noch zu sagen, ne, vergiss halt auch nicht, ein Like drunter zu lassen und vielleicht einen Kanal zu abonnieren. Da freue ich mich mega drüber. Und ja, dann sehen wir uns einfach bei der nächsten Folge. Denn für mich ist heute einfach Schluss, weil ich auch ein bisschen morgen früh raus muss. Und ja, also dann sage ich mal von meiner Seite auf jeden Fall jetzt schon mal ciao. Und ich glaube, Raikran schließt sich auch noch an, ne?
Genau, ich bedanke mich nochmal fürs Spiel und wünsche Ihnen einen schönen Abend, schönes Wochenende vor allen Dingen dann noch und man hört sich dann. Dankeschön, so ist es. Und mit den Worten schließe ich den Stream und schnack noch kurz mit Raikran privat. Ciao, ciao!